Was ist der Lohn für einen jugendlichen 15-Jährigen, der sein Leben für den Islam lebt und auf die Dunya verzichtet? Er wird einen gewaltigen Lohn haben, wie zum Beispiel die Überlieferung bei Al-Bukhari von Abu Huraira radiallahu anhu arda, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, am Tage der Auferstehung wird es 7 Personengruppen geben, die unter dem Schatten des Thrones von Allah azza wa jalla sein werden. Eine Gruppe ist eine Person, der im Islam aufgewachsen ist oder mit dem Islam aufgewachsen ist. Dieser wird diesen großartigen Lohn bekommen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.